Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich sitze auf der Kawasaki Ninja 7 Hybrid und damit geht es jetzt auf die Autobahn. Wir schauen uns an, was die so an Topspeed schafft. Ich hoffe, dass die Autobahn hier an diesem Brückentag nach Christi Himmelfahrt so einigermaßen frei ist, dass wir das auch tun können jetzt hier so tagsüber. Aber ja, das wird schon irgendwie gehen. Es ist ja ein Hybridmodell, das weltweit erste Hybridmotorrad, was in Serienreife auf dem Markt ist. Hier gibt es diese kleine grüne Taste, den E-Boost. Das müsst ihr euch so vorstellen, wie bei Need for Speed, die Nitro- oder Lachgaseinspritzung. Und ja, da schiebt halt dann der E-Motor nochmal so ein bisschen mit zusätzlich. Und wie dolle das ist, das schauen wir uns jetzt an. Feuer frei! Sekunden zünden, dann lädt er sich wieder auf. Ich hoffe, ihr könnt das im Display hier so ein bisschen erkennen. Jetzt läuft das wieder runter. Wir schalten den sechsten Gang. Er lädt wieder kurz und nochmal Feuer frei. Elektroschub. Er lädt wieder auf und Feuer frei. Und so schiebt sich hier die Ninja 7 Stück für Stück ein bisschen schneller hoch noch. Jetzt geht es ein bisschen berghoch. E-Boost ist wieder voll. Ah, jetzt haben wir keine freie Fahrt. Aber das waren schon mal auf jeden Fall über 200 km/h. Mit einem 450 Kubikzentimeter Motor, der hier drin verbaut ist, ein rein Zweizylinder, der gleiche Motor aus der Eliminator 500, der Ninja 500 oder auch der Z500, und der hat aber eben hier noch diesen Elektromotor hinten dran gepackt, der eben hier zusätzlichen Schub verleiht, und das funktioniert echt ganz gut. Ich war mit der Ninja 7 Hybrid jetzt 3 Wochen unterwegs, hier fast 800 Kilometer. Wird auch noch ein ausführliches Review-Video dazu geben. Und die Bahn ist wieder frei. Wir probieren es noch einmal. Sechster Gang. E-Boost lädt. Und Action. Er lädt wieder auf. Ah. Und Feuer frei. Der 441 Kubikzentimeter Motor ist ja auch so schon extrem drehfreudig. Ah, es soll nicht sein hier. Schade, hier wäre wieder eine gute Gerade gewesen. Und noch einmal. Ich glaube nämlich, man kann hier noch ein Stück sich Stück für Stück höher schieben. Wenn man denn eine freie Autobahn hat. Naja, ein kleines Stück haben wir noch. Ich fahre jetzt gerade wieder zu Kawasaki Deutschland und hole mir ein anderes Motorrad, eins, was noch spezieller ist. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Jetzt haben wir wieder freie Fahrt. Einmal fünfter Gang. Das gibt's doch nicht hier.
Bremse des Verbrennungsmotors. Jetzt geht es wieder berghoch. Und trotzdem schiebt die hier weiter mit über 200 Tacho. Aber jetzt kommt erstmal eine Baustelle. Aber danach haben wir noch mal ein Stück. Da können wir es gleich noch mal probieren. So, die Baustelle ist Geschichte. Wir können wieder Gas geben. Ihr seht jetzt hier links unten im Display blinkt auch die Batterie. Das heißt, die Batterie für den Elektromotor ist auch gerade ziemlich leer. Ich bin halt gestern, habe ich das Review-Video gemacht und bin da ein langes Stück hier rein elektrisch gefahren, sodass ich die gestern schon sehr leer geschaufelt habe. Und jetzt die ständigen Einsätze hier mit E-Bus hat anscheinend dann doch die Batterie geleert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch mal eine Gelegenheit kriegen hier, wo wir einmal kurz schieben lassen können. Aber es ist einfach nicht frei. Mit dem 450 Kubikzentimeter Motor, ohne dem E-Boost, trotzdem 200 Tacho, finde ich echt, echt gut. Hätte ich nicht mal gedacht. Das war natürlich hier mit der Eliminator, die den gleichen Motor ja mehr oder weniger hat, deutlich weniger. Hier macht dann einfach die Verkleidung auch dann doch noch einiges aus. Echt cool und auch völlig ausreichend. Die Ninja 7 Hybrid oder die beiden 7er Hybrid Modelle sind ja auch nicht unbedingt die absoluten Supersportler hier, mit denen man über die Autobahn klettert. Es sind eher Sporttourer, auch vom ganzen Sitzgefühl, vom Fahren her. Aber dazu mehr im Review-Video, das kommt demnächst noch. Ich sag danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne was in die Kommentare rein, was ihr von der Ninja 7 Hybrid haltet. Und ja, fahrt die Probe und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.